Hallo und herzlich willkommen zur 66. Folge von Forza Horizon 4. Heute starten wir mal mit den letzten drei Kapiteln von The Racer. Für ihre tollen YouTube-Videos. Die natürlich nicht so gut sind wie meine eigenen Videos, ne? So, nächstes Kapitel, Kapitel Nr. 8 von 10. Hallo zusammen, LeRaysa hier bei Horizon. Für den nächsten Abschnitt begeben wir uns zum Steinbruch. Wir sehen uns dort nach dem Sprung. Gerne. Fettes Teil. Wir sehen uns dort. Das wird toll. Und halt Nummer 3. War jetzt quasi Nummer 3, 2 und 1. Aber ist ja geil, warum man das macht. Der Wagen, ne? Rechts abbiegen. In 400 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Zwischendurch. Heilige. Noch einen sechsten Gang. Rechts abbiegen. Das gut gehen kann. Rechts ab. Ja, Moment. Doch, rechts doch, ab. Ja. Okay, jetzt wird's aber nicht umgehen. Ja, stopp, ich komme da durch. Alles gut, alles safe. Gott. Na klar. Nein. Muss ich jetzt wieder komplett zurückspulen? Okay. In 200 Metern links. Ja. Nicht so weit, nicht so weit, ja. Wartet mal kurz. Atmet tief durch, denn das wird heftig. So. Das war einigermaßen tief. Hey Leute, es ist Zeit für Nummer 3 auf meiner Liste großartiger Autos und großartiger Spielerlebnisse. Isometrischer Rennwahnsinn im Mehrspielermodus. Es ist Zeit für die 850 PS des Trophy Truck. Es ist Zeit für Offroad der Extraklasse. Ich weiß, es ist keine Draufsicht, aber das sind Kleinigkeiten. Heiz damit durchs Gelände. Mal sehen, was du kannst. Und Feuer. So ein Versuch wert. Wenn wir 850 PS haben, würde ich gerne mal wissen, wo die geblieben sind. Also von denen mehr geht leider nicht so viel. Geil, so Offroad. Und auf der Straße war es ja, wie man vorhin gesehen hat, nicht ganz so optimal. Das ist wohl das Ziel für 3 Sterne. Ich hoffe, nicht ganz so viel. Wobei wir jetzt auch ganz gut dabei sein sollten. Mit 100.000 Punkten, ganz grob gesehen. Das war barbarisch. Warum versuchen es die anderen überhaupt? Frag ich mich auch. Na, ich bin unschlagbar. Der Pedal to the Metal auf jeden Fall.
Ich hatte gerade kurz Schuss, dass ich den Baum nicht umfahren kann, aber ich habe Glück gehabt. Presse aufgeladen. Nee, Saugmotor. Jetzt über die Kompressor an. So, reicht doch. Das war genial. Gebt mir doch alle Bescheid, wenn ihr uns bei noch mehr Offroad-Kram sehen wollt. Vielleicht wollt ihr sogar eine ganze Liste dazu. Yes. Schreibt es mir in die Kommentare. Da Sterne, jawohl. Geiles Teil. Und ob man den noch Kompressor aufladen kann? Wie sich das wohl erst anhört. Weil da noch ein Kompressor drauf ist. Oh Gott, wir sollen mal ausprobieren, ob es geht. Ist ja auch bald Winter. Juhu. Jetzt bin oder sogar Super Race bin. Die werde ich ja sogar vielleicht im Winter fahren. So, das erste haben wir geschafft. Den Wheelspin machen wir später. Noch ist die Arbeit nicht getan. Es fehlen noch zwei Kapitel. Mal ein bisschen näher ranrücken hier. Hier ist LaRacer, zurück bei Horizon, zurück bei meinen Top 10 der besten Autoerlebnisse. Kommen wir zu Ridge Racer. Ach du. Wir haben ein Honda NSX und eine individuelle Rennstrecke mit freundlicher Genehmigung von Horizon. Tolle Leute. Ja, einen ziemlich normalen Honda NSX, wie man sieht. 3, 2, 1, los! Okay. Aber was ich da höre, das hört sich gar nicht gut an mit dem Motor. Genau das wollte ich sehen. In 400 Metern links abbiegen. Links abbiegen. In 200 Metern rechts abbiegen. Fährt sich aber gut. Rechts abbiegen. Lage ist ziemlich geil eigentlich. Ich glaube, dass der Wagen eher wie ein Drifter aussieht. Ist der S1 oder S2? Oh, S1, Alter, voll aufgebaut. Die Kurve ist krass. Pass bloß auf. Ja. Rechts abbiegen. Aber der Motor, aua, das tut mir echt weh. Bodykit ist halt schon richtig auf die Fresse. Oh no. Es ging noch fast gut hier. Das mehr bremsen, weil ne, diese Felskanten da oben, okay, da würde ich nicht so gern gegenfahren. Ich drücke es halt ein bisschen kurz. Wundervoll, das werde ich schneiden und posten. Oh. Okay. Ja, die Felgen, ich weiß ja nicht. Wie gesagt, nichts damit, aber so an sich ist das Bodykit schon echt extrem. Der Spoiler, ich finde den auch ein bisschen zu krass, aber ich finde, aus dem Wagen könnte man gut so einen Longtail machen. Longtail-Wagen machen. Also mit einem sehr langen Heck. Wie das ja auch bei McLaren, wie ist das ja auch beim F1 GT, glaube ich, ne? Der hat doch ein ziemlich langes Heck. Das könnte ich mir auch sehr geil vorstellen.
So, letztes Kapitel. Boah, zweimal drei Sterne, ey, richtig gut. Vielleicht auch ein drittes Mal. Willkommen zurück. Ich bin's, Laraysa bei Horizon und wir gehen die besten Autos in den besten Spielen durch. Wir sind ganz oben in der Liste angekommen. Turbo 3.3? Meine Entscheidung ist sicher umstritten und war nicht leicht. Bis mir klar wurde, dass nur ein Auto diesen Platz verdient. Das Auto. Es ist weder am schnellsten noch am teuersten, aber es lässt sich kaum ein legendäreres Auto finden. Ich spreche vom 911 Turbo. Da muss ich dir damals recht geben. Ich würde es aber eher auf 911 generell beschränken. Spielen vor als jedes andere. Mit einem turbogeladenen Sechszylinderboxer und der wahrscheinlich schönsten Karosserie von allen. Aber von welchem Spiel spreche ich? Von welchem Spiel, fragt ihr? Von allen. In 200 Metern rechts abbiegen. Ja gut, ich spreche allein ein Spiel, wo EA nicht den Riegel dazwischen gelegt hat. Die hatten ja jahrelang die Exklusivlizenz für Porsche. Jungen Söhne haben sie nicht mal richtig genutzt. Aber egal. Jetzt ist ja Porsche wieder für Cartoon-Spiele, postapokalyptische Sci-Fi-Spiele, Rennspiele, sie alle haben eins gemeinsam. Man findet immer einen 911er. Oder, ihr wisst schon, etwas, das ziemlich ähnlich aussieht. An sich ein Porsche. Also, ich finde auch ein Panamera ist nicht unbedingt weit weg von 911er. Moment. Die sind schon eher ähnlich, denn der Taycan natürlich. Cayman auch relativ ähnlich. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Alles gut gegangen. Nichts passiert. Okay, der ist aber auch nicht getunt, der Wagen. Ist der S1? Oh, der ist noch mit der A-Klasse. Wir haben gerade noch die Fuchsfelgen gesehen. Sehr geil. Und mein Elva sowieso. Ich würde, glaube ich, nicht diesen Turbo nehmen als Wunschauto für einen Elva, aber das wird, glaube ich, jeden einen Elva nehmen. Und irgendwie sind die halt alle geil. In 400 Metern links abbiegen. Mein Turbo wäre nicht meine erste Wahl. Auch nicht dieses Baujahr. Oder Generation. Leistung, ne? Mindestens 300 kW. Oh. Und der mehr als mit Leistung. Der geht ab wie die Luzi. So, 193. Ja, schaffen wir knapp. Schönheit so kann. Was mache ich denn wohl? Das Gas geben. Meine Top 10 der Autos in Spielen. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie diese fantastischen Fahrten. Denkt dran, für noch mehr Laraysa-Content auf Abonnieren Nein. zu klicken. Und schaut bald mal wieder rein. Das war geil. Das beste Auto in Spielen, natürlich Porsche 911. Da trifft die Frau definitiv meinen Geschmack. Bei der 911 war es auch für mich an sich das geilste. Modellreihe oder Baureihe oder Modell. Einfach 911er. Das geht eigentlich immer. Natürlich gibt es auch viele, die sagen, es sieht ja nicht mehr gleich aus, aber. Dass du bei diesen Videos, die du mit Laraysa machst, schon 1 Million Klicks hast? Ich habe sie auch ein paar Mal auf dem Handy angesehen. Apropos, du kannst bald einen Rückruf erwarten. Okay. Natürlich gibt es auch riesen Gemecker öfter so, ja. Auch jetzt zum Beispiel auch beim Porsche 992, der jetzt ja auch bald rauskommt, so, sieht er genauso aus wie der andere. Ich meine, erstens, nein, man muss halt nur genauer hingucken. Das ist ja auch der Sinn von dem 911er. Der wird halt immer nur ein bisschen verfeinert und verbessert. Das ist kein komplett neues, was anderes. Die haben halt ein geiles Grundmodell und machen das halt immer besser. Machen immer ein paar kleinere Veränderungen dran. Die man vielleicht nicht auf den ersten Blick komplett sieht. Das ist ja der Sinn eines 911er.
Das wollen auch viele Leute. Die wollen nicht, dass der anders wird, dass der anders aussieht, dass der das komplett was anderes ist. Deswegen hat er auch immer noch einen Boxermotor und im Heck drin. Man könnte auch einen Mittelmotor reinmachen und bei sich einen V6 reinmachen, aber nö. Die machen das immer noch so. Das wird auch wahrscheinlich dann beim 992 so bleiben. Ist das gleiche Konzept, aber... Und? Es funktioniert doch. Ja, geiler Super Great Spin, muss ich sagen. Ich habe ganze 40.000 Credits gewonnen. Ist ja da richtig großzügig. Danke, Merkel. Spaß. So, Straßenrennen. Jetzt haben wir... Eigentlich alle Horizons habe ich es abgeschlossen. So, bei der Race haben wir insgesamt 24 Sterne. Dann der Stuntfahrer 25 Sterne. Na. British Racing Green 22 Sterne. Den Drift Club haben wir komplett abgeschlossen mit 30 Sternen. Und dann fehlt noch die weltschnellste Autovermietung. Da haben wir 23 Sterne. Also in jedem schon mal über 20 Sterne. Ist ja auch schon mal was. So, welche Straßenrennen nehmen wir denn? Eins hier in der City. Nehmen wir da eins in der City. Oder im Kackdorf vorher. Wobei mein Dorf wohl ein größeres Kackdorf ist als das da unten. Ich fahre auch diese Folge ohne Kupplung. Aber trotzdem auch unschlagbar. Das machen wir trotzdem. Auch mal gucken. In 400 Metern links abbiegen. Ach, ich, Anna. Links abbiegen. Hundert, 110, 120, 130. Jetzt geht er gut voran, 140. Und wieder mein Corsa träumen. Was? Wieso nur 1,5 Meter? Das ergibt keinen Sinn. Komm, weg. Okay. Alles gut. Ich habe alles unter Kontrolle. In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. In 100 Metern hast du dein Ziel erreicht. Du hast dein Ziel erreicht. Batman Gate? Könnte auch Batman Gate sein. Boah, ist schlecht. Ja, fahren wir an seine, in Anführungszeichen, guten Witze. Ne? So macht man Witze. Pizza mit Insider. Diese schönen runden Lichter. Los. Den Skyline abziehen. Das ist ein R31. Ich glaube ja. Danke. Oh Gott. Den habe ich aber ganz spät gesehen. Nein. Alles gut. Das ist gerade ein Chaos. Ich bin auch relativ glimpflich davon gekommen.
Da bin ich sogar ziemlich stark profitiert. Ich wusste aber nicht, wo ich lang gefahren bin. Ich will einfach nur irgendwas. Ich dachte mir so, irgendwie da durch. Egal wie. Den Titan Warrior könnte ich noch kriegen, ne? Der ist eigentlich nicht so schnell. Also die Chancen stehen definitiv ganz gut. Ja. Und mit den anderen vielleicht sogar auch noch. So. Komm! Jetzt tut sich erstmal der Escort den Charger oder so. Oh! Nein! Aber ich meine, kriege ich noch weiter. Im vierten los! Buyaka! Oh, das ist mein Sieg. Das Baby. Du holen aber noch auf, ne? Das wird aber nicht reichen. Erster Platz. Das war ein Charger. Ich weiß nicht, warum mir so viele Titan Warrior mitfahren. Sie sind doch eigentlich für solche Rennen ziemlich ungeeignet. Die sind halt auf Asphalt ziemlich langsam. Ich meine, so Topspeed sowieso, da ist nicht viel. Für Offroad reicht das, aber dafür nicht. Ich würde sagen, ein Rennen schaffen wir noch, ne? Ja. Na, Siggi. Wieder den ersten Platz geholt. Das gefällt mir sehr gut. Ah. Wie viel mache ich danach? Bei nächster Gelegenheit wenden. Das ist sogar falsch. Ups. Egal. Wir fahren nicht außenrum. Kann man ja schon mal verwechseln. Driftzone. Nein, machen wir nicht. Das kann nur schief gehen. Ich erspare es euch. Oh, was machst du denn da? Links abbiegen. Meine Fresse. Hat gut nah gepasst. Wir kommen jetzt doch ziemlich schnell gefahren. Du hast dein Ziel erreicht. Derwent Valley Sprint. Nun muss man dringend meinen Charakter wieder anpassen. Sie sieht immer noch hässlich aus, aber halt nicht mehr so hässlich, wie es am Anfang war. Der muss noch wieder bescheuerter aussehen. Und passend gekleidet. Vielleicht gibt es ja auch jetzt im Dezember. Vielleicht in der Wetter-Season oder halt zu Weihnachten noch irgendwie, also zu Weihnachtsklamotten, weiß ich, irgendwie so eine Weihnachtsmütze oder sowas oder so einen weißen Bart, so einen roten Mantel. Das ist doch ganz cool eigentlich, ne? Alter, was ist mit dem los?
die Probenlage, ne? Da machst du nichts, Charger. Oh, geil. Das hat Morgan jetzt recht nicht. Die wiegt ja wohl mindestens doppelt so viel wie ich, der Titan Warrior. So, den Charger vorne kriege ich auch gleich. So. Da komme ich auch schon wieder ran. Sehr lange Vollgaspart hier. Ja, den habe ich auch voll gesehen. Was ist das bitte für ein Spoiler? Das ist doch nicht dein fucking Ernst! Oh, der arme Wagen. Der arme, arme Wagen. Wie kannst du ihm das antun? Ja, lass mir auch bitte ein bisschen Platz landen, ne? Irgendwo muss ich ja auch hinfahren. Nicht gegen das Auto. Ich gucke, ob ich besser genommen. Das kommt mir auch am Berg jetzt ziemlich zugute. Komm, 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 komm. Ey. Es war nicht so schön, sich einfach vor mich zu setzen. Hallo. Das gewinnen wir, Leute. Da seid ich aber mal ganz sicher. Also lange ich vorwärts Skilling heiße. Hehehe. Ja, ne? Da vorne kann er Charger, aber eine Probe, da kann er nicht. Yes. So fährt man Rennen. Ja doch, der Golf, der hat mich sehr überzeugt. Fährt sich erstaunlich gut, macht auch erstaunlich viel Spaß. Dafür, dass der nicht wirklich schnell ist. Und auch auf unschlagbar kam ich damit eigentlich ziemlich gut durch. Was ich nicht gedacht hatte. Ich dachte, ich kacke wieder voll ab und lande irgendwo im Mittelfeld, aber nein. Jetzt bitte noch einen schönen Preis. Fick dich. Den GT2 habe ich schon, aber ich hätte den verkaufen können. Es war so klar. Folge so, voll viel Spaß, voll geil, Wheelspin so. Nö. Du willst das Geiles haben? Gibt's nicht. Heute nicht. Ja, denn was ist mit der heutigen Folge? Also vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Denn sehen wir uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Vielleicht morgen 18 Uhr. Und tschüss.